Mal, wenn ich nen Part schreibe, will ich die Mitte treffen, aber verfehle die ganze Dartscheibe. Arg scheiße, ich bin nur ein Trottel, der rappen kann. Und weil das ein scheiß Schwerpunkt ist, kommt's mir voll auf die Texte an. So viele Elemente will ich innovativ vereinen, Lockerheit zeigen und es genial mit Ironie einkleiden oder auch mit Ernst. Doch es wird irgendwie immer weird. Kopf wird gefickt, geschwängert, aber auch infiziert. Kein Gefühl, keine Musik, nur ein Stottersturz. Letztlich am Boden liegende, herausgepresste Kopfgeburt. Andere schreiben runter, nehmen es als Therapie wahr. Fühle ich mich depressiv, macht die Scheiße mich nur depressiver. Jedes Mal wieder, eine Logik ist nicht zu ergreifen. Warum finde ich dann doch immer wieder den Mut zum Schreiben? Extraversion, Rap heißt gesehen werden. Vielleicht lasse ich dafür die gerade geschilderten Probleme sterben. Ja, ich kann, denn egal, ich bin ein doper Rapper. Nein, ich kann nicht, doch egal, ich bin ein doper Rapper. Andere haben und ich habe, was ich laber, nicht gecheckt. Wir recorden und ich muss sagen, es klingt gar nicht mal so gut. Ihre Songs gehen nach vorne mit einer klaren Message, während ich auch mal die Pfade wechsle und Geraden breche. Entweder zu flexibel oder kein Talent. Lieb Perfektion, aber sie geht mir leider fremd. Ich will einen netten Abend und chillen und so. Doch schreib und denk über Sachen nach, über die ich nicht nachdenken will und so. Rap ist eine Sache, die total simpel ist. Doch meine Gedanken verstehe ich von vorne bis hinten nicht. Okay, das stimmt so nicht, ich bin zu negativ. Alles Kunst, nur die Bilder hängen schief, verkehrt herum oder die Farbe ist verlaufen und etc. pp. Wo ist das Problem? Dumme Menschen können sowas nicht verstehen. Auweia, und vielleicht check ich's halt selber nicht. Bin der Rapper, der halt doch nicht ganz der Hellste ist. Der Rapper, der sich nicht für etwas Besseres hält und sich gerade deswegen für etwas Besseres hält. Ja, ich kann, denn egal, ich bin ein doper Rapper. Nein, ich kann nicht, doch egal, ich bin ein doper Rapper. Andere haben und ich habe keinen Plan, was ich hier tu. Wir recorden und ich muss sagen, es klingt gar nicht mal so schlecht. Ja, ich kann, denn egal, ich bin ein doper Rapper. Nein, ich kann nicht, doch egal, ich bin ein doper Rapper. Ich schreib mir den Frust von der Seele für einen klaren Kopf. Doch stell danach auch den Text in Frage und es wird paradox.